zum einen und zum anderen auch, um zu dokumentieren, was die Vereine mit ihren freiwilligen Leuten in ihren Vereinen alles leisten. E-Book wäre nicht das, wenn nicht Vereine in unserem Ort sich etabliert hätten, sehr gut etabliert hätten, wenn die Vereine nicht schauen würden, dass die Bevölkerung, die bei uns in E-Book zu Hause ist, ein so tolles, spannendes Programm haben. Wir haben über 300 Veranstaltungen, wenn man das mal genauer anschaut, in unserem Veranstaltungskalender drinnen, die E-Bucherinnen und E-Bucher genießen können. Und das ist alles den Vereinen zu verdanken. Und jeder Verein, ob jetzt groß oder klein, ist ein wichtiger Verein für unseren Ort. In unserem Logo sieht man das auch klar drinnen. Wir haben zwei kleine Kreise, einen gelben und einen orangen und einen roten, wie man das sieht. Und da steht Marktgemeinde die Woche gemeinsam gestalten. E-Book ist das, was Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, daraus machen. Was wir alle gemeinsam daraus machen, indem wir schauen, dass es ein schöner Platz ist, indem wir anderen Menschen Raum schaffen, dass sie zu unseren Vereinen kommen können, dass sie mit uns eine Gemeinschaft haben können. Und das ist einfach eine ganz wichtige Sache, die macht es erst dann so richtig lebenswert, wenn es so etwas in einem Ort gibt. Es ist wichtig, Danke zu sagen. Danke zu sagen all den Vereinen, all den Ehrenamtlichen, die heute auch unter uns sind. Und ich habe gedacht, es gibt keinen besseren Tag als den Tag, wo man eine Bürgerversammlung macht, wo all diejenigen kommen, die sich daran, die daran interessiert sind, was in der Gemeinde vor sich geht, wie es da ausschaut und ergeben, um noch dann diesen Dank auf den Leuten dann zuteil werden zu lassen vor der Bevölkerung. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt all die Vereine mit einer Kleinigkeit einfach ehren und sie einfach zu mir heraufbieten, die Obleute, dass ich bitte, dass es nicht einschaltet vor, um ihnen ein kleines Präsent zu geben. Und dafür würde ich gerne ein bisschen kurz zu mir kommen. Ja, wer einfach die Vereinsnamen vorlesen und ich darf auch dann die Vertreter bitten, der Vereine, dass sie dann zu uns heraufkommen und auch dann das kleine Präsent noch entgegennehmen. Das wäre mal die Weltgruppe, bitte. Dann der Alpenverein, Berg- und Naturwacht, ESV Eiskristall, die Freiwillige Feuerwehr, das Grüne Kreuz, die Musikschule, der Liebhaber Kinderchor, dann Liebhaber Kofferleib, Liebhaber Lokal, Tourismusverband, Mandolinengruppe, Markusintervalle, öffentliche Bücherei, Ortsbauernbund, Pensionistenverband, Parkgemeinderat, Wiener Musiker, Rotes Kreuz, Schachgesellschaft, Schadendorfer Hoftheater, Sportverein, ProWild, ProSports, Steff, Kameradschaftsbund, IRL, Liebhaber Laufding und all jene Obleute von Vereinen, wo ich den Verein jetzt nicht genannt habe, sind natürlich auch alle herzlich willkommen. Ich habe jetzt nur all jene aufgerufen, die sich bei uns angemeldet haben und gesagt haben, dass sie kommen werden. Ja, schauen wir mal ein Stück weiter vor, bitte. Ich darf einmal zwischenzeitlich noch einen kräftigen Applaus für unseren Sie haben es jetzt wirklich verdient. Bei der Musik ist es ja meistens so, da gibt es nachher dann sogar Standing Ovations. Ich sage einmal, das sind ja alles zigtausende ehrenamtliche Stunden, die da vollbracht werden und die da in gebündelter Weise, an der Zahl sind es glaube ich 30 Vereine, die heute vertreten sind. Wir haben über 40 haben wir mit über 300 Veranstaltungen.
Und ich kann seit der Stadtgemeinde nur Danke sagen an euch alle für einen tollen ehrenamtlichen Einsatz, gemeinsam mit euren Mitgliedern klarerweise. Und dafür gebührt euch noch einmal einen riesen Applaus und zwischenzeitlich kriegt sie wahrscheinlich von uns. Nachdem das das erste Mal in dieser Form ist, also ihr merkt es auch die Koordination, aber ich sage mal, beim nächsten Mal wird es schon besser gehen. Das Wesentliche ist ja, dass man Danke sagt und dass die Geehrten natürlich auch bei Kleinigkeit kriegen, wir möchten etwas Besonderes herzeigen, was das ist. Und zwar ist es ein schöner Glasvokal, den wir haben, und zwar da steht oben gemeinsam gestalten, Tag der Vereine 2014. Es soll eine Erinnerung sein mit den zwei Bögen, dass wir gemeinsam Liebhoff gestalten, gemeinsam mit allen Vereinen und wird die Welt das manchmal etwas verbreiten. Und zu dem Pokal gibt es natürlich auch etwas, ein schönes Buch. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wäre schön, dass man den Vereinen gibt. Sie sind ja auch in der Gemeindebibel, hätte ich jetzt was gesagt, vertreten, das heißt in der Gemeindechronik, die der Walter Plaschow so toll gemacht hat. Und so gesehen bekommt man dann in jeder Verein auch die Gemeindechronik, um noch stärker verwurzelt zu sein in der Gemeinde und sich noch mehr sozusagen